Jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Also meinen ersten Vortrag habe ich Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gehalten. Mittlerweile dürften das über 500 und mehr sein. Aber da war kein Vortrag dabei ohne irgendwelche Zuhörer. Das ist für mich eine ganz neue Situation. Aber wir wissen ja, warum in diesen Corona-Zeiten manches ganz anders funktioniert als früher. Und deshalb ist dieser Vortrag heute auch eher einer ohne Publikum. Und unser Freundestreffen, das heute ja stattfindet, ist eher ein virtuelles. Aber mir war es wichtig, dass doch sowas wie eine Kontinuität in unserer Arbeit besteht, dass die Sache irgendwie weitergeht. Ich will heute Abend über Meta sprechen, aber nicht über Meta allein, sondern das Thema habe ich genannt Meta und Aviapada. Und es hat einen bestimmten Grund. Der Ausgangspunkt meiner Überlegung waren die eigenen unbefriedigenden Erfahrungen in meinen buddhistischen Frühzeiten. In den Kursen, die ich damals besucht habe, gab es immer bestimmte Übungen, die empfohlen und auch durchgeführt wurden. Und die liefen alle unter dem Titel der vier Brahma-Vihara. Es ging da um liebende Güte, um Wohlwollen, um Erbarmen und Mitempfinden, um Mitfreude oder Freude und um Gleichmut. Das ist uns bekannt. Das sind alles erhabene, über dem menschlichen Normalzustand weit hinausgehende Befindlichkeiten, die sich im Wortlaut des Buddha so anhören. Also die Übung wird von dem Buddha immer in denselben Worten so vorgestellt. Liebevollen, erbarmenden, freudevollen, gleichmütigen Gemütes strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, nach oben, unten, in allen Richtungen, zum Wohle aller durchstrahlt er die ganze Welt. Mit liebevollem Gemüte, mit weitem, hohem, nicht messendem, von Feindschaft und Übelwollen freiem. Also der Start dieser Serie beginnt immer mit Metta, also mit liebender Güte, mit Liebe, mit Wohlwollen oder Freundlichkeit, wie immer man das übersetzen will. Erst wird die eigene Person sozusagen mit dieser Haltung, mit dieser inneren Haltung erfüllt. Dann erweitert sich der Wirkungskreis und der Abschluss der Übung besteht regelmäßig darin, dass man die ganze Welt vollständig durchstrahlt und durchdringt. Hier muss ich gestehen, dass diese Übungen für mich immer eine kleine Katastrophe waren. Ich konnte mit ihnen nichts anfangen. Meistens war das ein wirklicher Misserfolg und mir ist es nicht mal gelungen, den Meditationsraum allein mit Wohlwollen zu füllen. Das Ganze war mir immer irgendwie unsympathisch. Ja, ich muss es zugeben, oft regelrecht zuwider. Aber damit ihr mich nicht missversteht, es geht nicht um den Gegenstand oder das Ziel der Übung, sondern mich störte einfach die Art und Weise der Praxis. Das hatte nichts mit meinem Typ zu tun. Das passte nicht richtig zu meiner geistigen Verfassung. Mir gelang es zum Beispiel nie, das, was an Visualisierung da vorgeschlagen wurde. Aus meinem Herzen hat sich nie so etwas wie ein Lichtstrahl emporgehoben oder hat sich dann auf irgendwelche anderen Menschen niedergelegt. Auch ein strahlender Lotus in meinem Inneren hat sich nie geöffnet. Es hat nicht funktioniert. Vielleicht ist ein Teil des Problems auch ein Männerproblem, weil es da um eine Art von Emotionalität ging, die nicht so recht zu mir passte. Ich fand, dass diese Methode oft übertrieben gefühlsbetont war und für mich hatte sie geradezu einen süßlichen Beigeschmack. Achtung, das spricht jetzt mitnichten gegen die genannte Meditationsweise. Bei manchen ist sie sehr wirkungsvoll, sie wird auch als angenehm empfunden und ist entsprechend auch zu Recht beliebt. Zunächst, was ich festgestellt habe, Metta ist in erster Linie überhaupt kein Gefühl. Metta ist eine Art von heilsamer innerer Ausrichtung.
die sich in sehr vielen Lebensbereichen äußert. Und da sie heilsam ist, ist sie natürlich zugleich mit einem wohltuenden Gefühl verbunden. Aber das ist ein sekundärer Effekt. Als Facette innerer Reinheit ist Metta mit innerem Wohl einhergehend. Besonders natürlich in den höheren Oktaven, eben auf der brahmischen Ebene. Auf den für mich geeigneteren Ansatz bin ich erst relativ spät gekommen. Der Anlass war die Entdeckung, dass Metta im Achtpfad, zumindest dem Wortlaut, gar nicht zu finden ist. Andererseits hat mich das oder hätte mich das gewundert, dass so eine zentrale Sache nicht auftaucht. Der Fehler ist tatsächlich, dass man Metta oft oder meist nur im Zusammenhang mit den Brahma-Viharas sieht. Das heißt, als göttliche Verweilungen, als brahmische Zustände und das heißt eben als Form der Herzenseinigung bzw. als Form von Samadhi. Tatsächlich aber durchdringt Metta oder die Metta-Thematik die gesamte buddhistische Praxis, wenn auch unter anderen Namen und Vorzeichen. Metta muss tatsächlich auf ganz verschiedenen Ebenen verwirklicht werden. Die Metta-Übungen sind so etwas wie ein umfassendes Gesamtpaket. Sie beginnen nicht mit den Brahma-Vihara, sondern sie finden dort sowas wie ihren Höhepunkt und ihren Abschluss. Mit ihnen zu starten, wie so oft passiert, kann und wird im Normalfall einfach nicht funktionieren. Dann hat das allenfalls den Charakter eines Etikettenschwindels. Man tut so, als ob, oder macht sich selbst vor, man würde die Brahma-Viharas üben. Der Grund oder die Grundintention meines Vortrages ist heute deshalb, Metta von einer etwas anderen Seite her anzugehen, von einer Seite, die kaum beachtet wird. Das heißt, eine andere Betrachtung anstellen, heißt eine andere Art von Verständnis gewinnen. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie man willentlich positive Gemütshaltungen herbeiführt, sondern umgekehrt, ich will schauen, wie man negative Haltungen und Verhaltensweisen mindert und wie man sie beseitigt. Dabei gehe ich gar nicht eigenmächtig vor, ich erfinde damit nichts Neues. Ich will auch nicht den Buddha korrigieren, sondern ich will anderslautende Aussagen von ihm ebenfalls einmal richtig würdigen. Der Schlüssel dazu ist das Gegenteil oder das Gegenstück von Metta, was in Pali Vyapada genannt wird, übel wollen. Und um was es geht, kommt ganz gut in einem Gespräch heraus, das der Erwachte mit seinem Sohn Rahula führt. Dort spricht er zu ihm und sagt, Rahula, übe dich in der Entfaltung von Metta, also Liebe, Güte, Wohlwollen. Wenn du dich in der Entfaltung von Metta übst, wird, was da an Vyapada, also Übelwollen, vorhanden ist, überwunden. In diesen Sätzen kommt die wechselseitige Bezogenheit dieser beiden psychischen Erscheinungen klar zutage. Metta und Vyapada sind miteinander korrespondierende Größen. Tatsächlich ist es eine Grundkrankheit des Menschen, Vyapada. Im engeren Sinne bedeutet es Übelwollen, Aversion, Feindseligkeit, Böswilligkeit. Man will jemandem schaden, will ihn vernichten, ihm Leid zufügen, etc. etc. Aber in einem weiteren Sinne steckt noch sehr viel mehr drin. Und da meint Vyapada jede Form von Nicht-Wohlwollen den Wesen gegenüber. Also alles, was mit Roheit zu tun hat, Gewaltsamkeit, Rücksichtslosigkeit. Jede Egozentrik, wenn man blind ist den Interessen der Nächsten gegenüber. Wenn man das mit Wesen gar nicht wahrnimmt, ihn nicht ernst nimmt, wenn man seine Freiheit beschneidet, seine Entfaltungsmöglichkeiten einschränkt und.
So gesehen kann man eine wichtige Gleichung aufstellen. Man kann sagen, die Anwesenheit von Vyapada ist die Abwesenheit von Metta. Und umgekehrt, verschwindet Vyapada, hält Metta Einzug. Und damit ist auch der mögliche Übungsansatz in dieser Frage ein zweifacher. Man kann tatsächlich positive Eigenschaften in sich hervorrufen, sie festigen und vertiefen. Man kann also Metta trainieren. Man kann aber auch umgekehrt negative Eigenschaften in sich schwächen und ganz beseitigen. Man kann alles Übelwollen eliminieren und dann bleibt, wenn man so will, Metta übrig. Um das mal in einem Bild zu sagen, man kann für eine saubere Wohnung sorgen und sich drum kümmern. Man kann aber auch Müll und Staub aus der Wohnung hinaus befördern. Also wenn man in einem Raum, in einer Räumlichkeit allen Schmutz entfernt, kehrt Reinheit automatisch ein. Und dieser indirekte Ansatz, wie ich ihn mal nennen will, ist gleichermaßen legitim und praktikabel. Wenn man sich das konkret mal anschaut, was das jetzt bedeutet für die Praxis, wird man schnell feststellen, dass die gestellte Aufgabe eine sehr große Bandbreite hat. Und ihre Lösung besteht darin oder basiert darin, dass man zunächst mal ein angemessenes Verständnis, eine richtige Sicht der Dinge hat. Das bedeutet konkret, dass man wissen muss, dass Wohlwollen immer förderlich ist und dass alles an Aversion und Gegnerschaft, die man in sich spürt, unvorteilhaft ist. Man braucht einen klaren Blick für diese Realität und das ist, was der Buddha rechte Anschauung nennt, gleich der erste Aspekt auf dem Achtpfad. Und das setzt sich fort oder setzt sich um auch in der Neuausrichtung unseres Wollens. Wir müssen aufgrund unseres neuen und besseren Weltbildes unsere Intentionen, unsere Absichten entsprechend umsteuern. Das ist übrigens der zweite Aspekt des Achtpfades, die rechte Gesinnung. Und die bedeutet, dass man Verantwortung übernimmt für das eigene Denken, das, was im Kopf vorgeht, das, was man beabsichtigt und plant, was man an Vorhaben hat, dass man das einfach kontrolliert. Das innere Fantasiekino, die geistigen Lieblingsfilme, die wir immer wieder uns vor Augen führen und neu durchleiern, sollte man nicht unbeachtet lassen, sondern eher mal kontrollieren. Und gerade dieses weite Feld will ich etwas plastischer machen, weil wir ständig damit konfrontiert sind und hier ohne große heroischen Leistungen sehr viel tun können. Ich fange mal an mit Übelwollen, Vyapada im eigentlichen und ganz engen Sinn. Und diese Extremform formuliert der Buddha immer in den 10 Kammapada auf dieselbe Weise. Er spricht von einem Menschen und sagt dann, sein Geist ist voll von Übelwollen und hasserfüllten Absichten, indem er denkt, mögen diese Wesen getötet und niedergemetzelt werden, mögen sie zerstückelt werden, zugrunde gehen, vernichtet werden. Das ist wirklich eine extreme Formulierung, wobei die allermeisten, die das hören, sich davon frei fühlen. Sie werden sagen, ja, damit habe ich nichts zu tun, also habe ich nichts mit Vyapada zu tun. Aber das wäre zu kurz gesprungen, weil die Problematik noch längst nicht damit vom Tisch ist. Denn Vyapada ist viel verbreiteter und viel subtiler, als man das normalerweise annehmen möchte. Ich fange mal an, das deutlich zu machen, bei den unguten Gedanken und Stimmungen, die dann entstehen, wenn man unangenehme mitmenschliche Begegnungen hat. Also wenn jemand irgendwas sagt oder tut, was einem so richtig wurmt. Und da ist klar, dass relativ schnell ärgerliche, aggressive, geistige Kommentare auftauchen. Also jemand tut was und sagt was, was mir nicht passt. Welche Gedanken können auftauchen? Ich könnte ihn in der Luft zerreißen. Soll ihn doch der Teufel holen, ja? Verdammter Blödmann, der nervt. Oder.
schon ein bisschen abgeschwächt, aber immer noch deutlich taucht es auf. Allein schon dann, wenn uns jemand stört, wenn wir uns durch einen anderen belästigt fühlen. Also da kommt ein Anruf zu unpassender Zeit und unser Geist sagt, muss der gerade jetzt anrufen. Da ist Gedränge in der Straßenbahn oder wo auch immer, im Kaufhaus, haben die alle kein Zuhause, müssen die alle jetzt hier rumlaufen. Ist Biapada, nicht Metta. Oder Musik von nebenan. Immer wieder dieses verdammte Gedudel von XY. Kein Metta, das ist Viapada. Da begegnen uns Menschen im Wald, wenn wir mal allein einen Spaziergang machen wollen. Nicht einmal hier hat man seine Ruhe. Oder ganz harmlos, aber jeden Tag mal möglich, wir kriegen eine unerwünschte Einladung. Was sagt unser Geist? Na, hoffentlich haben wir an dem Tag etwas anderes vor. So, ich könnte das weiter fortsetzen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen ein Gespür dafür, was Viapada bedeutet in der geistigen Kommentierung, die unser Leben ständig begleitet. Und ich will einen dritten Aspekt noch nennen, weil es so etwas wie ganz grundsätzlich herabsetzende und missbilligende Gedanken über unseren Nächsten gibt. Vielleicht kennen wir das. Wenn ich den schon sehe, wie sieht die denn wieder aus? Wie kann man denn nur? Was ist denn das für einer? Wissen die denn nicht? Vielleicht geht es euch, wie es mir geht, aber die Sätze haben für mich so eine Art Wiedererkennungseffekt. In einem gewissen Sinne sind es sogar Klassiker, weil unsere Viapada-Reaktionen im Laufe unseres Lebens sich auch standardisiert haben. Sie sind gar nicht mehr voll bewusst, sie laufen so ab, weil wir uns in diese Maschinerie hineinbegeben haben. Was ist der Hintergrund dafür? Der Hintergrund ist zunächst, dass der Nächste für uns ein Objekt ist. Wir betrachten ihn oder seine Bedeutung aus der Perspektive, was bedeutet er für mich, für mein Wohl? Da gibt es immer so einen automatischen Check. Bringt er mir was? Schadet er mir? Stört er mich? Und wie selbstverständlich nehmen wir ein Gefälle zur Kenntnis oder akzeptieren es, ein Gefälle zwischen ich und du, da gibt es keine Gleichrangigkeit der Anliegen. Der zweite Hintergrund, die essentielle Gleichheit der Wesen wird von uns nicht gesehen. Wir erkennen sie nicht an. Ich bin selbstverständlich mehr wert, der andere weniger. Meine Anliegen sind wichtiger, alle anderen sekundär. Ich komme zuerst, dann du. Und der Vorrang der eigenen Interessen unterstellt, ja, warum? Weil man Mann ist, ein Weißer ist, ein Buddhist ist oder älter ist. Und gucken wir derzeit in die USA, da werden wir eine politische Maxime hören, die lautet America First. Da kann man fast sagen, hier ist Viapada verstaatlicht. Aber das ist nicht nur in Amerika so. Auch in Deutschland ist eine breite Strömung von Gesinnung, die sagt, erst die Deutschen. Sprich, Viapada, kein Metta. Das bedeutet, dass wir eine Riesenaufgabe haben, unsere eigene Gedankenwelt auf den Prüfstand zu stellen und die Weichen entsprechend umzulegen. Um das zu wiederholen, Anwesenheit von Viapada bedeutet Abwesenheit von Metta. Und solche Formen von Viapada zu schwächen und zu beseitigen, heißt in uns für Metta Platz machen. Und ich behaupte, mit einer ständigen, ausdauernden Kleinarbeit kann man relativ viel erreichen. Man kann wahrscheinlich mehr erreichen, anstatt die ganze Welt mit Metta durchstrahlen zu wollen, was am Ende gar nicht so gelingt. Ich will an dieser Stelle einmal Paul Debes auszugsweise zitieren, der eine Reihe von hilfreichen Betrachtungen aufgeschrieben und empfohlen hat, der uns sagt, welche Gedanken man am besten meidet und welche Gedanken man am besten
pflegt. Er beginnt, indem er von drei leidbringenden Unterscheidungen spricht. Ich nenne die erste Abteilung. Dieser ist mir angenehm, jener unangenehm. Dieser ist mir nützlich, jener hinderlich. Dieser hat mich anerkannt, jener getadelt. Dieser mag mich, jener nicht. Und dem stellt er gegenüber die wohlwollenden Anblicke der Gleichheit und Einheit. Das ist auch eine, der Wohl und Glück sucht, Geborgenheit und Frieden sucht, ganz ebenso wie auch ich Wohl und Glück suche, Geborgenheit und Frieden suche. Das ist auch eine, der aus seinen inneren und äußeren Gegebenheiten so und nicht anders fühlen und wollen und denken und handeln muss, ganz ebenso wie auch ich aus meinen inneren und äußeren Gegebenheiten so und nicht anders fühlen und wollen und denken und handeln muss. Und das ist auch eine, der schon seit undenklichen Zeiten im Samsara durch alle Daseinsformen und Daseinsbereiche hindurchgewandert und hindurchgeirrt, wie auch ich schon seit undenklichen Zeiten im Samsara durch alle Daseinsformen und Daseinsbereiche hindurchwandere und hindurchirre. Hier wird nochmal deutlich, wie im Denken unterschiedliche Beziehungen zu den Mitwesen entstehen. Da gibt es die falsche Perspektive, der andere für mich, Fragezeichen. Und es gibt die richtige Perspektive, der andere wie ich. Im ersten Fall ist Vyapada dominierend, Metta fehlend. Im zweiten Falle ist Metta vorhanden und Vyapada abwesend. Dieses Sortieren der Gedanken war auch eine entscheidende Übung im Werdegang des Bodhisattva. Der versuchte schon relativ früh eine heilsame Ordnung in die Aktivitäten seines Geistes zu bringen. Ich schildere mal oder zitiere mal, wie er das gemacht hat. Er berichtet von sich, früher, noch vor meinem Erwachen, als ich das Erwachen erst zu erringen trachtete, da kam mir der Gedanke, wie wenn ich nun meine gedanklichen Erwägungen voneinander unterschiede. Und so sonderte ich nun die Gedanken an Sinnendinge, Gedanken an Antipathie bis Hass, Gedanken der Rücksichtslosigkeit als Übel nach der einen Seite und sonderte die von Sinnendingen befreienden Gedanken und ebenso Gedanken des Wohlwollens und des rücksichtsvollen Sohnens als gute Gedanken nach der anderen Seite. Also, der werdende Buddha achtet intensiv auf seine eigene Gedankenwelt und sortiert die Unguten aus. Hier wird Vyapada genannt, aber gleichzeitig auch noch mitgenannt Karma und Vihingsa, sprich die Gedanken von Lust und Eigennutz, die er ebenfalls kritisch betrachtet. Und das funktioniert, weil er die Schädlichkeit dieser unguten Geistestätigkeit klar erkannt hat und deshalb ein sehr gutes Motiv besitzt, davon frei zu werden. Ich habe diesen Bereich des Denkens etwas ausführlicher behandelt, weil wir den oft zu wenig beachten. Tatsächlich sind die geistigen, gedanklichen Kommentare unsere ständige Begleitmusik. Auf diese Weise sind wir ständig aktiv, aber dummerweise oft gerade in der falschen Richtung. Zudem, was ich hier angedeutet habe, vollzieht sich oft so im Halbschatten der Bewusstheit. Dieser Vorgang ist uns gar nicht so recht klar, wird nicht so recht beachtet und wahrgenommen. Und da wir dessen Folgen auch nicht kennen oder wenigstens unterschätzen, ist hier ein Gebiet, das brach liegt, das aber dringend bearbeitet werden muss. Ich möchte den ganzen Übungsteil im Zusammenhang mit dem achtfachen Pfad jetzt fortsetzen und übergehen auf den umfangreichen Komplex von Tun und Lassen im Alltag, also das, was man so die Handlungsebene nennt. Und da muss man auch klar feststellen, dass sozial unverträgliches Agieren Vyapada als Grundlage hat.
das alles schädigende, verletzende, rücksichtslose Tun aus Mangel an Metta geschieht. Und das zeigt sich in den drei grundlegenden Bereichen der menschlichen Aktivität, also bei den Silas im umfassenden Sinne. Das zeigt sich in der Sprache, bei allem körperlichen Agieren und in der Lebensführung, was übrigens die Abteilungen 3 bis 5 des Achtpfades ausmacht. Und da ist merkwürdigerweise oder auch nicht die Empfehlung, die der Buddha ausspricht, zunächst verneinend. Er formuliert erst, was man unterlassen soll. Lebewesen zu töten, Nichtgegebenes zu nehmen, unrechten Geschlechtsverkehr hat er aufgegeben. Und in Bezug auf die Sprache, trügerische Aussagen hintertragen, verletzende Worte, leeres Geschwätz hat er aufgegeben. Er spricht also zunächst über die äußere und innere Abstinenz von schädigendem Verhalten. Und damit ist Vyapada als Haltung natürlich schon eine deutliche Bremse angelegt, weil ich bei meinem Handeln die eigenen Interessen nur bis zu einem bestimmten Punkt verfolge. Ich ziehe selbst Haltelinien ein. Ich berücksichtige die Belange anderer. Der Nächste ist dabei immer mit im Blick. Da habe ich die eigenen Interessen noch nicht aufgegeben, aber ich habe ihm oder ihnen Grenzen gesetzt. Aber andererseits finden wir genauso, dass der Buddha diese Sache positiv formuliert. Er sagt auch, wie man sich verhalten soll. Am Beispiel des Tötens. Lebewesen zu töten, das hat er aufgegeben. Das war der Stand bis jetzt. Und dann wird ergänzt, ohne Stock, ohne Schwert, fühlsam, voll Teilnahme, hegt er zu allen Wesen Liebe und Mitempfinden. Also das ist dasselbe mit positiven Vorzeichen unter positiver Gemütsbeteiligung. Er betont jetzt die Einfühlung in das Gegenüber, die Offenheit, die Hinwendung zum Nächsten, das Mitempfinden und das Wohlwollen, das man ihm gegenüber zeigen und haben soll. Vielleicht ist es Zeit für eine kurze Zwischenbilanz. Ich glaube, wir haben schon gesehen, dass Metta bisher auf allen 5 Ebenen des Achtpfades präsent sind, auch wenn sie unter unterschiedlichen Namen auftauchen. Zunächst haben wir mitgekriegt, dass Metta als Grundwert und wünschenswerte Eigenschaft identifiziert ist. Sprich, Metta ist Teil der rechten Anschauung, erstes Glied des Achtpfades. Das Vermeiden aller nicht wohlwollenden Gedanken, Intentionen und Willensimpulsen, das ist der Aspekt der rechten Gesinnung. Zweites Glied des Achtpfades. Die Gewöhnung an freundliche, herzliche, liebevolle Worte ist der Inhalt der rechten Rede. Drittes Glied des Achtpfades. Und Metta im Sinn von wohltuenden, förderlichen Tun und Lassen ist die Grundausrichtung des rechten Handelns. Viertes Glied des Achtpfades. Und was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, dass es auch darum geht, eine rücksichtsvolle, schonende, nicht schädigende Lebensweise sich anzugewöhnen, etwa die Nichtausübung unheilsamer Berufe. Das entspricht der rechten Lebensführung, wie gesagt, dem 5. Glied des Achtpfades. Nun geht es eigentlich nur darum, dass wir diese Übungspraxis noch vervollständigen und uns auch die 3 noch verbleibenden Übungsfelder des achtfachen Weges näher betrachten. Zunächst natürlich das rechte Mühen, das als 6. Glied des Achtpfades jetzt dran ist. Dabei ist zu beachten, dass unsere seelische Infrastruktur, das sind die inneren Dränge und Tendenzen, die in uns wohnen, dass die sich auf 2 Ebenen äußern. Diese Potenziale werden einmal aktiviert durch äußere Erlebnisse, durch Wahrnehmung.
Beispielsweise, ich höre ein unfreundliches Wort und ärgere mich darüber und ärgere mich über den, der sie ausgesprochen hat. Aber unsere innere Kraftzentrale stößt auch von sich aus entsprechende Gedanken an und hebt Vorstellungen in den Geist. Und ohne erkennbaren Anlass denken wir an bestimmte Personen, an bestimmte Handlungen und ärgern uns dann genauso darüber. Das bedeutet, dass wir den tieferen oder einen tieferen Aspekt von Vyapada ebenfalls zu berücksichtigen haben, nämlich die Dispositionen unseres Herzens, die Dispositionen des Citta. Bisher habe ich schwerpunktmäßig von der Egozentrik im Denken und Wollen gesprochen. Jetzt will ich über Vyapada auch als unbewusste Herzenstrübung sprechen. Das, was der Buddha Kilesa oder Upakilesa, Chittasa Upakilesa nennt. Also, die tiefen Dimensionen der Psyche muss ins Blickfeld rücken. Die seelischen Verdunklungen, die tiefer in uns sind als das Wachbewusstsein uns das zeigt. Also alle Beschmutzungen des Herzens, die Grund dafür sind, dass alles in unserem Leben so passiert, wie es passiert. Ich sage, dass es diese Herzenstrübungen sind, die die eigentlichen Metablocker sind. Denn die Antriebe des Herzens bestimmt das, was wir wollen. Was wir wollen, bestimmt das, was wir tun. Und das, was wir tun, das bestimmt unser Erleben. Vyapada als eine innere Verdunkelung bedeutet notwendig die Verdunkelung des Erlebens. Und umgekehrt ihre Minderung und Beseitigung, und das sind gerade Akte der Mehrung von Metta, hat Daseinserhellung notwendig zu folgen. In dem berühmten Gleichnis des Buddha vom Kleid in der M7 werden solche Herzenstrübungen besprochen. Und dort ist sogar von 16 die Rede. Die werde ich natürlich nicht alle jetzt aufzeigen. Aber ich will wenigstens an 2, 3 das Thema exemplarisch einmal konkretisieren. Nehmen wir mal den Zorn. Zorn richtet sich gegen vermeintliche Verursacher meines eigenen Wohlbefindens. Zorn richtet sich gegen den Verursacher meiner Beeinträchtigung. Und diese spontane Reaktion will strafen, will verletzen und wehtun. Und das kommt spontan, oft ohne dass wir da wirklich einen Einfluss haben. Der Hintergrund ist, dass das eigene gestörte Wohlempfinden immer als höher eingeschätzt wird als das Wohlbefinden des anderen. Das heißt, umgekehrt, wenn wir unseren Ärger mäßigen und austilgen, in der Tiefe ausroden, dass wir dann die Mitwesen zwangsläufig milder beurteilen und auch milder behandeln. Und wenn die tiefsten Wurzeln von Zorn ausgerissen sind, dann können entsprechende Gedanken und Handlungen gar nicht mehr auftauchen. Ähnlich ist es bei der Herrschsucht, die ich auch mal nennen will. Herrschsucht ist ja sowas wie Egozentrismus im Handeln. Sie besteht darin, dass man andere unterdrückt, ihre Interessen missachtet. Wenn man sich da selbst zurücknimmt, heißt es doch, jedem anderen seine Entfaltungsmöglichkeiten einzuräumen. Vyapada abbauen heißt Hierarchien abbauen, heißt die Wesen einander als gleich ansehen und gleich behandeln. Letztes Beispiel, eingebildet sein. Das ist ein Zustand, einer Haltung, die das Ich immer an der Spitze sieht, immer auf dem Podest sieht, immer auf den Thron hebt. Vyapada aufgeben, Arroganz aufgeben, heißt den Wert der Mitwesen erkennen und anerkennen. Ich, du, Gleichheit wertschätzen. Empathie, Einfühlung als Formen von Metta greifen dann Platz. Diese Beschreibung, die ja wirklich nur sehr spärlich war, eröffnet tatsächlich eine lange Liste möglicher Selbstprüfungen und auch Übungen. Wobei, das will ich ergänzend noch hinzusagen, bei diesem notwendigen Reinigungsprozess
der erstgeborene Zwillingsbruder von Vyapada nicht zu vergessen ist. Und in der eben zitierten M7 wird zuerst nämlich Selbstsucht, Habgier als Trübung genannt. Das sind alle Formen übersteigerter Sucht nach Dingen, haben wollen, begehren. Nur wo Begehren vorhanden ist, da kann Vyapada auftauchen. Nur wo man etwas will und das stark will, da wird die Achtsamkeit auf die eigenen Anliegen fixiert. Und wo die Achtsamkeit bei den eigenen Anliegen festliegt, das sind automatisch die fremden Wünsche und Sehnsüchte außen vor. Nächster Schritt, das ist die Frage nach der Rolle von Sati, von Achtsamkeit in unserem Zusammenhang. Also, welche Bedeutung hat Selbstkontrolle und Selbstbeobachtung, das 7. Glied des 8-Pfades, für unser Thema? Das Ergebnis wird uns nicht überraschen. Achtsamkeit steht auch hier im Dienst unserer Sache. Und wir hören mal kurz hinein, was der Buddha seinem Sohn hier in dem Zusammenhang ans Herz gelegt hat. Was meinst du, Rahulo? Wozu ist ein Spiegel da? Um sich zu betrachten, o Herr. Ebenso nun auch, Rahulo, soll man sich betrachten und betrachten, bevor man Taten begeht? Betrachten und betrachten, bevor man Worte spricht? Betrachten und betrachten, bevor man Gedanken denkt? Was immer du für eine Tat begehen willst, eben diese Tat sollst du dir betrachten. Würde diese Tat mich selber beschweren oder andere beschweren oder beide beschweren? Ist es eine unheilsame Tat mit leidhaften Folgen, mit leidhaften Ergebnissen? Falls du erkennst, während du sie betrachtest, diese Tat würde mich selber beschweren oder andere beschweren oder beide beschweren. Es ist eine unheilsame Tat mit leidhaften Folgen, mit leidhaften Ergebnissen. Dann sollst du eine solche Tat sicher nicht tun. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtanleitung, die der Buddha seinem Sohn gibt. Aber ich glaube, das Wesentliche ist schon deutlich geworden. Es besagt, da ist ein Spiegel der Achtsamkeit. Und das meint, man soll sich selbst gegenüber eine prüfende Haltung einnehmen. Man soll seine Aktivitäten, sein Handeln, Reden, Denken eben unter die Lupe nehmen. Und wie soll man das tun? Ja, im besten Falle vollständig, dass man sich lückenlos beobachtet, dass man nichts auslässt, dass das Ganze kontinuierlich und ununterbrochen stattfindet. Und zwar bei unseren Vorhaben und unseren Plänen, also zukunftsbezogen, bei dem aktuellen Tun und Lassen, bezogen auf die Gegenwart und auch rückblickend sollten wir bilanzieren, was da aus unserem Mund gekommen ist und welche Handlung wir begangen haben. Und auf was konkret soll man achten? Nun, auf die Auswirkung unserer Aktivitäten, sprich auf ihre karmischen Folgen. Sind die belastend, beschwerend? Ja oder nein? Sind sie unheilsam oder heilsam? Sind sie leidvoll? Ja oder nein? Das sind die Gegenstände der Beobachtung. Und der dringende Rat, der sich anschließt, wenn man feststellt, dass man etwas Unangemessenes tut, entweder gedanklich oder in der physischen, körperlichen Praxis, soll man Abstand davon nehmen. Man soll einmal die Absicht allein fallen lassen, die Pläne, die man gehegt hat, nicht weiter verfolgen. Man soll aktuelle, akute Handlungen beenden. Und man soll im Nachhinein auch eine begangene Tat richtig bewerten. Ihr werdet vielleicht sagen, hier taucht ja Metta oder Vyapada oder Avyapada gar nicht wörtlich auf. Aber man sieht deutlich, dass beide trotzdem im Zentrum stehen. Und auch hier ist es weniger die Mahnung, das Richtige zu tun, als vielmehr das Ungeeignete zu lassen. Das wohlwollende Verhalten, wohlwollendes inneres Gestimmtsein, Ausgerichtetsein ist immer der gültige Maßstab. Und zwar allen Wesen gegenüber,
in Bezug auf sich selbst, in Bezug auf andere und in Bezug auf das Verhältnis der beiden zueinander. Zum Schluss komme ich nochmal auf die schon besprochene N7, das Gleichnis vom Kleid, zurück. Denn dort ist gegen Ende der Darlegung des Buddha der Entwicklungsgang, der gesamte Entwicklungsgang des Übenden nochmal im Entwicklungsprozess oder im Überblick gezeigt. Zunächst wird gesagt, geht es darum, dass man die Unreinheiten des Herzens als solches identifiziert. Dann wird es darum gehen, dass man den Entschluss fasst, sie auch zu beseitigen. Und es folgt das konkrete, intensive Bestreben, sie tatsächlich loszuwerden. Und bei einem entsprechenden inneren Fortschritt wird sich auch der innere Status des Betreffenden grundlegend verändern. Er wird grundlegend erhöht. Und für einen solchen gibt der Buddha die folgende Bilanz. Ich habe endgültige Klarheit bei dem Erwachten, auch bei der Lehre und bei der Gemeinschaft, und dadurch Befriedung erlangt. In diesem Wissen gewinnt er ein Empfinden für das Heil, ein Empfinden für die Wahrheit der Lehre und aus dem Wahrheitsverständnis große Freude. Solche innere Freude steigert sich zu geistiger Beglückung bis Entzückung. Weil der Geist voll Glück und Entzücken ist, wird der Körper gestillt. Gestillten Körpers fühlt er ein alles durchdringendes Wohl und das Herz des von Wohl durchdrungenen wird einig. Also, in unseren Worten nochmal. Auf dem Übungsweg wird zunächst mal die feste Zuversicht in Buddha, Dhamma und Sangha entstehen. Warum? Weil man die angebotene und sozusagen versprochene heilsame Entwicklung mittlerweile bei sich selbst feststellt und sie damit auch offensichtlich geworden ist. Es ist spürbar geworden. Konkret äußert sich das in einer fortschreitenden, stufenweisen Gefühlserhellung und ein zunehmendes inneres Stillwerden, eine zunehmende Beruhigung. Zunächst wird es so eine Art Heimatgefühl sein, dadurch, dass man einen neuen Lebenssinn hat. Man weiß jetzt, worauf es ankommt. Dann wird man Genugtuung beim Verstehen der Wahrheit empfinden. Das ist eine Freude, den Dhamma zu hören. Und das verstärkt sich mit der Zeit, dass unser Leben so etwas wie eine Grundheiterkeit erfährt. Also ob das draußen schneit oder regnet oder die Sonne scheint, da ist eine Gemütsstimmung, die uns trägt. Und das vertieft und fortgesetzt wird dazu führen, dass irgendwann Titi aufsteigt, innere Begeisterung, der Geist wird sozusagen entzückt. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Körper nicht mehr viel zu tun, denn wenn Freude da ist, dann muss der Körper auch nicht aktiv sein, um Freude beizuschaffen durch die Sinne. Das heißt, es kommt zur Gestilltheit des Körpers. Und das vertieft sich und Sukha erscheint, Freude erscheint, Glückseligkeit erscheint. Und das Ergebnis von all diesem, von dem gesamten Prozess ist, dass das Herz, das Citta sich sammelt, dass es zur Herzenseinigung kommt. Und was ist Herzenseinigung? Samadhi? Das ist ein Teil des achtfachen Pfades, und zwar das achte Glied davon. Und eine wichtige Form von Samadhi ist, wir sind nicht überrascht, die vier Brahma-Vihara, die vier Strahlungen. Deshalb wiederhole ich das an dieser Stelle nochmal. Liebevollen, erbarmenden, freudvollen, gleichmütigen Gemütes strahlt er nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, nach oben, unten, in alle Richtungen, zum Wohle aller durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, hohem, nicht messendem, von Feindschaft und Übelwollen freiem. Und jetzt wird uns, oder nach dem Gesagten, wird uns die eigentliche Bedeutung dieser Anleitung verständlich. Herzenstrübungen weitgehend wegwaschen heißt sich ein brahmisches Gemüt erwerben.
Oder anders formuliert, Herzenstrübungen weggewaschen haben, heißt pranisches Gemüt besitzen. Und damit ist man fähig zu den Strahlungen. Ich sagte schon anfangs, die Brahma-Viharas sind End- und Höhepunkt einer langen Übungspraxis, aber nicht eine Einsteigerübung. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung. Wir sind beim Anfang unserer Betrachtungen wieder angelangt. Der Kreis hat sich geschlossen. Ich sagte ja, ich wollte Metta einer anderen Perspektive unterlegen und sagen jetzt, ich bin zu zwei Ergebnissen gekommen. Das eine Ergebnis lautet, die Metta-Übungen beinhalten sowas wie ein umfassendes Gesamtpaket, das sich auf alle Teile des achtfachen Pfades bezieht. Und das zweite Ergebnis, das will ich mal frei nach einem klugen Satz von Wilhelm Busch formulieren. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Und tatsächlich gibt es mehrere Gründe für eine solche, ihr verneinende Sichtweise und Vorgehensweise. Zunächst mal, eine verneinende Aussage hat ja oft einen ausgesprochen positiven Sinn. Nicht? Also wenn wir sagen, oh, das war aber nicht schlecht, bedeutet das in der Regel, na, das war doch sehr, sehr gut. Das Zweite ist, dass diese Art von Vorgehensweisen, mehr dahin zu gucken, wo noch Problemlagen sind, wo noch was ausgebügelt werden muss, wo noch was abgetan werden muss, das liegt manchen besser als ein positiver Ansatz. Aber das Wichtigste, der wichtigste Punkt scheint mir, dass diese Art von Perspektive letztlich auch der Sache, letztlich auch der Existenz am angemessensten ist. Denn tatsächlich geht es nie darum, Glück und Zufriedenheit zu mehren, sondern es geht im Kern immer darum, Leiden zu mindern. Denn Nirvana als das höchste Gut kann man nicht erzeugen, aber man kann alle Unvollkommenheiten entfernen. Um das in einem Bild nochmal abschließend zu sagen, wenn sich alle Wolken auflösen, ja, dann erscheint der blaue Himmel. Und der blaue Himmel ist ja das, was man sehr gerne hat. So, das mag für heute genug sein zu dem Thema Metta und Avyapada. Ich habe aber vor, in der nächsten Runde das Thema noch einmal aufzugreifen, auf eine andere Art und Weise zu besprechen. Ich möchte dann einige ausgesuchte Textstellen aus den Sutten kommentieren und verschiedene Eigenschaften und Folgen von Metta anhand von Buddha-Worten euch nochmal näher bringen.